Hi, Julia hier vom Farbcafé. Heute zeichne ich mit euch einen Heißluftballon in Aquarell. Und den kennt ihr wahrscheinlich schon von Instagram und aus meinem Shop, aber ich habe das Video noch nicht fertig gemacht, deswegen kommt es heute. Viel Spaß! Ich habe zum Zeichnen, also zum Malen, meine Sennelier-Aquarellfarben genommen. Ich finde die einfach wunderschön. Die sind preislich vergleichbar mit den Schminke-Horadam-Aquarellfarben, also den besseren Farben. Und sie haben auch eine sehr ähnliche Qualität. Aber wie das immer bei Aquarellfarben ist, ein anderer Hersteller verhält sich eben ganz anders. Deswegen, ich frage immer so gerne, welche Materialien ich benutze, und in diesem Bild waren es die Sennelier-Farben. Dazu habe ich meistens eigentlich nur günstige Aquarellpinsel, also jetzt keine besonders hochwertigen. Ich schaue schon ab und zu, dass ich welche von Da Vinci bekomme. Und ich habe auch einen einzigen Pinsel von Sennelier. Der ist sehr, sehr weich, deswegen benutze ich ihn nicht ganz so häufig, weil ich doch eher lieber mit festeren Pinseln male, weil ich da das Gefühl habe, dass ich die Spitze besser kontrollieren kann. Die weichen Pinsel fühlen sich wundervoll an, wirklich. Die nehmen sehr viel Farbe auf. Aber das Malen von Details gelingt mir damit nicht so gut. Wie ihr seht, ich zeichne hier einen Heißluftballon, und ich habe angefangen mit Rubbelkrepp, die Girlande, die ich um den Ballon gemalt habe, abzudecken, damit ich dann relativ schnell und grob die Farben des Ballons machen kann und dann eben nicht auf die Girlande drüber zu malen. Rubbelkrepp ist eine gummiartige Flüssigkeit, die man aufträgt, und wenn das Papier geeignet dafür ist, kann man es hinterher, wenn es getrocknet ist, wieder abrubbeln, und das Papier an der Stelle bleibt weiß. Das heißt, man kann dann relativ unordentlich malen, kann da einfach drüber malen und kann sich sicher sein, dass die Fläche wirklich weiß bleibt oder halt eben die Papierfarbe behält, wenn das Papier nicht weiß ist. Das macht es dann sehr einfach, feine Details auszusparen, weil mit Aquarell möchte man ja häufig nass in nass malen. Und wenn man dann kleine Stellen hat, die weiß bleiben sollen, weil sie später eine andere Farbe bekommen, ist es manchmal ein bisschen tricky, diese Flächen dann wirklich weiß zu lassen, weil Farben verlaufen mal, dann ist man mal ein bisschen abgelenkt, passt nicht so sehr auf, und schwupp ist dann, keine Ahnung, zum Beispiel dunkelblau auf der Fläche, die eigentlich gelb werden soll, und dann guckt man erstmal dumm. Deswegen nutze ich bei sowas gerne Rubbelkrepp, dass ich dann hinterher einfach wegmachen kann. Wichtig dabei ist zu beachten, dass man mit den Aquarellfarben wirklich erst anfängt, wenn das Rubbelkrepp durchgetrocknet ist. Ansonsten macht man sich nämlich den Pinsel kaputt. Das ist noch so eine Sache, wenn man Rubbelkrepp mit dem Pinsel aufträgt. Also es gibt es auch in so Tubenstiften, dass es direkt aus einer, ja, wie so einer Spritze rauskommt. Damit kann ich aber nicht so gut arbeiten. Und wenn ich jetzt einen Pinsel benutze, dann ist dieser Pinsel auch hinterher wirklich, ich sag mal, am Arsch. Also wenn ihr einen Rubbelkrepp-Pinsel habt, dann behaltet den, weil ihr kriegt das Rubbelkrepp da so gut wie gar nicht mehr raus. Und der wird auch mit der Zeit immer fester, weil immer mehr Rubbelkrepp dranbleibt und eben nicht mehr abgeht. Deswegen habe ich mir einen von meinen sehr günstigen Pinseln geschnappt und damit Rubbelkrepp aufgetragen, und der liegt jetzt einfach immer an meiner Rubbelkrepp-Flasche dran. Ich kann das auch unter dem Video nochmal verlinken für euch. Und ja, dieser Pinsel wird immer benutzt, wenn ich Rubbelkrepp nutze, und er wird langsam immer dicker. Also die Flächen, die ich damit machen kann, werden immer größer. Das heißt, irgendwann werde ich schon mal wieder einen neuen Pinsel brauchen. Aber da lohnt es sich wirklich nicht, einen teuren Pinsel zu nehmen, weil er relativ schnell zu einer Art Spachtel wird. Manche benutzen auch für feine Stellen Zahnstocher. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht, weil ich dann auch nicht so fein male. Bei diesem Bild wollte ich sehr kräftige Farben benutzen. Deswegen habe ich bei meinen Sennelier-Farben eigentlich kaum gemischt, sondern die Farben direkt eigentlich aus dem Näpfchen genommen
und höchstens noch in die Mischpalette genommen, um ein bisschen mehr Farbe davon anzumischen, damit sie halt die gleiche Deckkraft und Intensität bekommt über eine größere Fläche, denn es ist ja doch eine relativ große Fläche, die ich mit einer Farbe anmale, hier in diesem Fall ein Violettrot. Ich wollte so einen kleinen knubbeligen Effekt am Ballon erreichen. Deswegen habe ich, nachdem ich die Flächen erstmal grundiert habe, noch mit mehr Pigmenten an den Rändern ein paar Schatten hinzugefügt. Das sollte natürlich bei dieser Illustration nicht auf Realismus ankommen, sondern wirklich eine kindgerechte Illustration werden. Was mich natürlich wahnsinnig freut, dass der Print dieser Illustration inzwischen schon sehr beliebt ist in Kinderzimmern. Das macht natürlich jeden Illustrator sehr glücklich, wenn die Sachen wirklich dann auch da hängen, wo man sie sich gewünscht hat. Eigentlich war dieser Heißluftballon Teil meines geplanten Baby-Meilenstein-Poster-Projekts. Entschuldigung. Aber ich bin noch nicht so weit, weil ich wollte ein sehr großes Meilenstein-Set machen und es gibt ja sehr viele Meilensteine mit Postkarten und ich wollte es einfach so machen, dass man meine Meilensteine dann hinterher auch noch als Poster benutzen kann, also dass dann unten der Meilenstein-Spruch steht, den man sich dann auch immer mit aufhängen könnte. Es sollte dann im A4-Format werden. Und wenn man es halt nicht möchte, dass der Spruch mit drunter steht, kann man es einfach abschneiden und hätte dann viele quadratische Poster fürs Kinderzimmer. Alle natürlich in einem gleichen Stil, also im Aquarellstil. Damit man halt viele schöne bunte Illustrationen fürs Kinderzimmer hat. Aber wie das so ist bei so großen Projekten, mein Meilensteinpaket hätte, glaube ich, 50 Motive gehabt und ich bin derweil bei 5 Motiven, die ich fertig habe, von denen ich noch nicht weiß, ob ich manche nicht wieder neu mache, weil sie mir einfach dann doch nicht so gut gefallen. Weil im Kopf sieht es meistens dann doch ein bisschen schöner aus als dann das Resultat. Oder es sieht anders aus als das, was man erwartet hat. Es ist ja auch das Schöne am Aquarell, aber wenn es einem dann nicht gefällt, dann macht man es halt manchmal ein paar Mal neu. Ja, deswegen ist dieses Baby-Meilenstein-Projekt noch ein bisschen auf Sparflamme. Also es gibt noch nicht so viele Motive und das einzige Motiv, das es bisher als Print gibt, ist eben dieser Heißluftballon und mein kleiner Waschbär. Die gibt es bei mir in den Shops als digitalen Download oder eben als Print mit Rahmen. Aber was ich jetzt noch dazu sagen muss, meine Shops schließen bald, weil ich bald für ein paar Wochen ins Krankenhaus gehe und in der Zeit kann ich eben nicht verschicken. Deswegen werde ich meine Shops auf Etsy und meinen eigenen Shop und auf eBay bald erstmal vorübergehend schließen. Und ja, ich weiß nicht, wann und wie genau ich sie jetzt wieder öffnen werde. Das heißt, am 4. Juni ist erstmal vorbei. Also dann ist das Video, glaube ich, schon draußen. Aber also vorübergehend gibt diese Prints dann nicht zu kaufen. Aber ich werde ja wiederkommen und dann sind sie wieder da. Und genau. Dann werde ich auch wahrscheinlich wieder ein paar neue drucken, damit das Lager auch wieder voll ist. Aber ich bin ja schon froh, dass einige meiner Heißluftballons schon im Kinderzimmer hängen und dass sie wirklich gut ankommen. Ich liebe das einfach, wie die Farben verlaufen, wie sich die stärkeren Pigmente in die hellere Fläche einarbeiten. Das ist einfach pure Liebe beim Malen und es ist sehr beruhigend. Irgendwie, ja, es ist beruhigend, selber zu malen und es klingt jetzt vielleicht verrückt, es ist beruhigend, sich also der eigenen Hand beim Malen zuzuschauen. Also ich finde das beruhigend. Und wenn man nebenher noch irgendwie Serien schaut oder so, dann hat man irgendwie Freizeit und Arbeit gleich verbunden. Manche Business-Profis würden jetzt wahrscheinlich weinen, weil
Arbeit ist Arbeit und Hobby ist Hobby, aber wenn eine Arbeit so entspannt sein kann, warum denn nicht? Und ehrlich gesagt, wenn ich irgendwelche Serien schaue, dann ist mein Gehirn meistens noch so unterfordert, dass ich dabei noch was anderes machen muss. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der strickt oder näht oder so, sondern ich male dann einfach beim Serienschauen. Und ich schaue Serien beim Malen, also je nachdem, womit ich anfange. Eins von beiden mache ich dann. Deswegen kann ich auch selten den Originalton von meinen Videos benutzen, weil dann eben im Hintergrund irgendeine Serie laufen würde. Und das würde mindestens mit der GEMA Probleme geben. Und ihr wollt sicherlich auch nicht irgendwelche Schnipsel von meinen Serien, die ich schaue, mithören. Falls doch, dann sagt es, aber ich glaube, ich dürfte es auch gar nicht einblenden, was ich so schaue. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde es nicht riskieren. Es geht hier langsam Richtung Ende. Bald kommt das Rubbelkrepp ab. Der Heißluftballon an sich ist in verschiedenen unifarbenen Stoffbahnen genäht, jedenfalls in meiner Fantasie, denn so wirklich richtig sieht ja ein Heißluftballon so nicht aus, aber fürs Kinderzimmer ist es genau das Richtige, wenn er so knubbelig, niedlich aussieht. Es ist ja keine illustrative Heißluftballonstudie. Also man möge mir bitte verzeihen. Letzte Fläche wird in hellblau-türkis koloriert. Ich liebe die Farben von Fanelli einfach, die sind so ergiebig. Also ich habe den Aquarellkasten jetzt schon bestimmt 2 Jahre. Also ich habe ihn nicht ausschließlich genutzt. Ich habe noch zwei, nee, drei Kästen von Schminke. Ich weiß auch nicht, wo die alle hergekommen sind. Also einen hatte ich mir vor der Uni gekauft, einen musste ich mir in der Uni kaufen. Und einen habe ich, glaube ich, noch geschenkt bekommen, weil ein Freund von mir, der nicht malt, hat ihn geerbt. So, und deswegen wechsle ich ein bisschen zwischen den Kästen. Aber ich habe noch in keinem einzigen Näpfchen ein Loch drin. Also die Farben sind wirklich sehr ergiebig. Man macht ein Tröpfchen Wasser drauf, legt den Pinsel auf und hat Farbe für eine relativ große Fläche. Da habe ich bei den Schminke-Akademie-Farben schon andere Erfahrungen gemacht. Also das Ocker zum Beispiel von Schminke verbraucht sich sehr schnell, obwohl ich das meiner Meinung nach relativ wenig verwende. Aber dafür sind die Sennelier-Farben auch relativ schwer anzulösen, finde ich. Also wenn man jetzt wirklich dunkle Sachen damit malen möchte, ist es mit Schminke viel einfacher. Das führt halt auch dazu, dass man oft bei Schminke zu viel Farbe abnimmt und die gar nicht alle verbraucht. Also Schminke habe ich oft das Gefühl, dass ich relativ viel Pigmente dann in den Abfluss gieße, wenn ich meine Palette sauber mache. Und bei Sennelier habe ich nicht so das Gefühl, dass da viel verschwendet wird, weil die Farben eben doch recht fest am Näpfchen haften. Am Anfang fand ich das ein bisschen störend, inzwischen finde ich, dass es ein gutes Feature ist. Weil wenn man viel malt, dann möchte man nicht so viel Farbe in den Abfluss gießen. Es kommen noch ein bisschen Schatten. Und dann geht es gleich mit Braun weiter. Das Video habe ich übrigens schon im Januar gedreht. Aber dann kam so das Leben dazwischen. Dann ist im Februar meine Mutter gestorben. Dann haben wir die Beerdigung mental vorbereiten müssen. Dann kam die Verwandtschaft aus Korea. Dann war im Ende April war dann die Beerdigung, also quasi gefühlt gestern, obwohl jetzt schon Ende Mai ist. Und so blieb das Video auf der Festplatte liegen. Und jetzt schneide ich es halt.
und erzähle euch ein bisschen was dazu. Denn ich denke, bevor ich dann ins Krankenhaus gehe, wollte ich noch erwähnt haben, dass ich dann weg bin. Und damit ihr halt auch wisst, warum hier nichts mehr kommt, weil ich eben weg bin. Wenn ich dann wieder da bin, dann geht's weiter. Allerdings weiß ich nicht so ganz genau, wann ich wieder da bin, weil das entscheidet dann das Krankenhaus, je nachdem, wie der Verlauf ist. Es werden einige Wochen werden. Also angesetzt sind mindestens 4 Wochen und es kann auch maximal bis zu 3 Monaten dauern. Aber spätestens dann, wenn der Sommer vorbei ist, bin ich wieder da und hoffentlich habe ich dann Kraft und Muße weiterzumachen. Hier sieht man ganz schön, wie man Rübelkrepp wieder ablöst. Vergesst nicht zu warten, bis die Farbe wirklich, wirklich trocken ist, sonst verschmiert ihr euch nämlich alles. Und vergesst nicht, euch wirklich vorher die Hände zu waschen, denn man möchte kein Hautfett oder sonst irgendwas sich jetzt in das Blatt einreiben, weil dann hält die Farbe nicht mehr. Das Problem hat man ja öfter auch, wenn man sich zum Beispiel mal die Hände eingecremt hat, nicht dran gedacht hat, Platz aufräumt und dann hat man den Block angefasst und dann hat man einen schönen cremigen Fingerabdruck auf dem Aquarellpapier und könnte weinen, weil da die Farbe nicht mehr hält. Deswegen gut Hände waschen, nicht eincremen und dann das Rubbelkrepp abrubbeln. Viele benutzen dafür auch ein Radiergummi, aber ich habe irgendwie kein Gefühl mit einem Radiergummi und habe dann immer das Gefühl, dass ich das Rubbelkrepp eher irgendwie, ja, nicht verteile, aber irgendwie kriege ich es nicht so gut ab mit einem Radiergummi. Meine kleine Wimpelkette hängt ein bisschen schief, was ich eigentlich so ganz niedlich fand. Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich mache es ganz ordentlich oder setze Sachen schief ins Bild. So, der Architekt in mir sagt natürlich, es muss alles gerade und rechtwinklig, horizontal und vertikal sein. Und der Illustrator sagt dann, nein, das muss alles ein bisschen verspielter sein und ein bisschen schief und lebendiger wirken und dann kämpfen so zwei Parteien in mir. Und manchmal gewinnt der Architekt und manchmal der Illustrator. Dann. Deswegen ist wahrscheinlich noch kein so richtiger Stil bei mir erkennbar, weil ich manchmal Sachen ganz analytisch gerade male oder zeichne. Oder auch generell, wenn ich meine Blumen zeichne, schwanke ich zwischen relativ korrekt botanisch und sehr frei illustrativ. Und ich liebe halt beides. Und wenn dann irgend so ein Business-Profi kommt und einem sagt, du musst aber deinen eigenen Stil haben und die Leute müssen dich erkennen und alle deine Bilder müssen gleich aussehen, dann fangen beide kleine Ichse an zu weinen, weil ich eben beides liebe. Ich liebe das analytisch Korrekte und ich liebe das komplett Verspielte, das nicht annähernd was mit Realität zu tun haben muss. Da denke ich mir, das ist ja auch gerade der Grund, warum ich jetzt im Moment nicht mehr als Architektin arbeite, sondern illustriere, denn das, was real und richtig und rechtwinklig sein muss und das, was funktionieren muss, das habe ich ja in der Architektur schon lang genug gemacht. Und jetzt wird mal Zeit für Sachen, die nicht so hundertprozentig stimmen müssen, denn irgendwann fängt die Realität an, ihn zu langweilen. Jedenfalls geht es mir so. Mein Vater, der ja Bauingenieur ist, der sieht das ein bisschen anders. Bei dem muss alles passen und wenn irgendwas wackelt oder schief ist, dann ist schlecht. Aber es muss ja einen Grund geben für die Familienauseinandersetzungen nicht. Die Wimpelketten habe ich erstmal farbig vorgrundiert, denn ich möchte später dann noch Muster drauf zeichnen. Dazu müssen die Wimpelchen erstmal gut durchgetrocknet sein, damit nicht alles verläuft. Und ich wollte bei diesem Heißluftballon so ein bisschen Candy-Farben nehmen, weil die ist relativ kräftig und rein, aber trotzdem hell und so ein bisschen pastellig sind. Das ist schwer zu beschreiben. Entschuldigung. Ich
nenne das halt immer Candyfarben, weil ich weiß auch nicht, es erinnert mich so an Zuckerwatte und Kirmes und ja, ich glaube, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und könnt es ein bisschen nachvollziehen. Und ich finde es immer eine kleine Herausforderung, wenn ich irgendwas mit nur wenigen Farben zeichne, die dann alle nebeneinander liegen und dann jetzt diese Wimpel drüber kommen. Irgendwie ist es immer eine Herausforderung, dass jetzt zum Beispiel der blaue Wimpel nicht genau auf dem Blau liegt, aber es tut er jetzt trotzdem. Jedenfalls an der rechten Bahn liegt eben der blaue Wimpel etwas über der blauen Stoffbahn. Und das möchte ich eigentlich vermeiden, aber dann passen die anderen Farben wieder nicht. Und das ist eigentlich alles einfach gar nicht so einfach manchmal. Also ich stelle mich da ein bisschen dumm dran und merke dann hinterher, das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Und andererseits ist es mir dann auch wieder egal. Da streitet sich dann wieder der Analytiker, der sagt, also wenn schon alles anders, dann aber auch komplett, dass sich nichts überschneidet, was eine ähnliche Farbe hat. Und der kleine Künstler in mir sagt, dann ist doch egal, Hauptsache du hast Spaß und das Bild ist hinterher schön und die Leute lieben's. Und das müssen ja eigentlich nur Kinder mögen. Und ich glaube, Kinder machen sich da nicht so einen Kopf drum, ob jetzt ein blauer Wimpel nicht über einer blauen Stoffbahn gemalt sein darf. Falls euer Kind das doch anders sieht, dann sagt mir Bescheid, das würde mich interessieren. Dann werde ich da natürlich später besser drauf achten. Falls ihr Lust habt, noch mehr Illustrationen für die Babymeilensteine zu sehen, dann schreibt mir das doch in die Kommentare, entweder hier unterm Video oder dann im Blog. Dann werde ich versuchen, dran zu denken, wenn ich später weitere Illustrationen mache, die dann auch wirklich zu filmen. Weil oft denke ich mir, auch jetzt die Kamera aufbauen und dann später das Video schneiden, da habe ich keine Lust und dann filme ich nicht, sondern habe dann einfach die Illustration fertig. Aber wenn ihr den Entstehungsprozess sehen wollt, dann sagt mir natürlich gerne Bescheid, dann mache ich das auch. Dann nehme ich für euch was auf. Und entweder wird es dann ein Speedpainting-Video oder so wie jetzt, wo ich euch ein bisschen was dazu erzähle. Das könnt ihr auch gerne mal drunter schreiben. Ich bin ja immer so ein bisschen schüchtern, euch was zu erzählen und meine Stimme aufzunehmen oder gar mein Gesicht. Ja, sagt mir gerne, ob ihr vielleicht Themen habt, über die ich hier mit euch sprechen soll, ob ihr Fragen habt, die ich beantworten soll. Oder ob ihr einfach nur Musikhintergrund haben möchtet und dann ein Speedpainting, das, keine Ahnung, wo das Video 3 Minuten geht und alles ganz schnell gezeigt wird. Oder ob ihr so wie hier live dabei sein wollt und dann nur ein paar Ausschnitte fehlen, wo halt nichts passiert. Und ja, ob ihr lieber solche Videos mögt oder lieber Speedpaintings. Wenn ihr nicht wisst, was ein Speedpainting ist, ich verlinke euch am Ende des Videos eins, dann könnt ihr euch mal eins anschauen. Das hier nenne ich jetzt Voice-Over-Video, damit ihr wisst, was ihr abstimmen könntet, falls ihr mitmachen wollt. Ja, das Bild ist gleich fertig und jetzt seht ihr es nochmal. So sieht der Print aus, inklusive Rahmen und dem Lettering Dream darunter. Und so ist der Print erhältlich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!